Erstkommunionkinder, ein neuer Sonntag, ein neues Video. Vielleicht erkennt ihr so ein bisschen, wo ich gerade stehe. Ich stehe in Bilderstöckchen in St. Franziskus und heute geht es um St. Franziskus und den heiligen Franz von Assisi. Viel Spaß dabei! Franz von Assisi wurde 1181 oder 1182 in der Stadt Assisi in Italien geboren. Seine Eltern waren der wohlhabende Tuchhändler Pietro di Bernardone und dessen Frau Giovanna. Franziskus erhielt eine für einen bürgerlichen vergleichsweise gute Ausbildung, offenbar weil sein Vater sich gewünscht hatte, dass er als Kaufmann Lesen, Schreiben und Rechnen beherrschen musste. So besuchte er eine Schule, mit denen er zumindest ein bisschen Lesen, Schreiben und etwas Latein lernte. Und mit 14 Jahren wurde er, wie es damals üblich war, volljährig und trat das Unternehmen seines Vaters als Kaufmann bei. Franziskus verdiente gutes Geld und so unterhielt er mit dem Geld seines Vaters seine Altersgenossen bei Festen und war somit auch Mittelpunkt von jugendlichen Feiern. Im November 1202 zog Franziskus mit Assisi in einen Krieg gegen die Nachbarstadt Perugia, wobei Assisi unterlag und er ins Gefängnis geworfen wurde und erst mit dem Geld seines Vaters 1204 freigekommen ist. Daraufhin zog sich Franziskus in der folgenden Zeit zunehmend aus seinem Freundeskreis zurück und suchte die Einsamkeit. 1205 oder 1206 unternahm er eine Wallfahrt nach Rom, auf denen er der Legende nach mit einem Bettler die Kleidung tauschte, um das Leben in vollkommener Armut auszuprobieren. Dieses Verhalten brachte ihn in Konflikt mit seinem Vater, der mit seinem ältesten Sohn große Pläne hatte und es nicht geduldet hat, dass er Waren aus seinem Geschäft als Almosen verschenkte. Die Berufung zum Mönch erhielt Franziskus im Sommer 1206. Beim Gebet in San Damiano, das ist der Name einer Kirche und eines ehemaligen Konventes in Assisi, sprach der Überlieferung zufolge Christi Stimme vom Kreuz von San Damiano zu Franziskus. Und es lautete der Überlieferung nach, Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und gar in Verfall gerät. Dieses Kreuz von San Damiano oder Franziskuskreuz ist ein Tafelkreuz, eine Kreuzikone, vor dem heiligen Franz von Assisi den Auftrag vernahm, die Kirche von San Damiano wiederherzustellen. Und das Kreuz hängt heute in der Basilika di Santa Chiara in Italien. Und auch so ein Abbild dieses Kreuzes hängt auch bei uns in der kleinen Kapelle. Auf die Vision von Jesus Christi am Kreuz, der mit ihm sprach, erbettelte Franziskus Baumaterial und begann nach eigener Aussage, die kleine romanische Kirche eigenhändig wiederherzustellen. Später hat er dann noch zwei weitere Kirchen und Kapellen wieder auferbaut und für die wohltätigen Zwecke und für seine baulichen Wiederherstellungsarbeiten an San Damiano nahm Franz als Fahren und Geld aus dem Geschäft seiner Eltern. Dies führte natürlich zu Streit, weil man darf ja nicht irgendwas wegnehmen. Und so kam er vor dem Richterstuhl des örtlichen Bischofs Guido II., der einen Prozess gegen den Sohn des damaligen Tuchhändlers führte. In dieser Gerichtsverhandlung, die im Frühjahr 1207 öffentlich auf dem Domplatz stattfand, entkleidete sich Franziskus vollständig, verzichtete mit dieser Geste auf sein Erbe und sagte sich von seinem Vater los. Im Anschluss begann Franziskus außerhalb der Stadtmauern als Einsiedler zu leben. Er ging umher, bettelte um Essen und seine freiwillige Armut bezeichnete er in Anspielung auf die Vorstellung des Richtertums und des Minnegesangs als seine Herrin. 1208 hörte Franziskus eine Stelle im Evangelium nach Matthäus, in der es heißt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel, nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab, denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Franz von Assisi selbst starb 1226 und wurde schon am 16. Juli 1228 von Papst Gregor dem IV. Heilig gesprochen. Das
das war's mit dem heutigen Video. Jetzt wisst ihr ein bisschen über den heiligen Franz von Assisi Bescheid. Habt natürlich eure Heimatkirche wieder gesehen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Sonntag und zum nächsten Video. Tschüss! Erzähl uns mehr, dass wir die Zeichen verstehen. Mehr, mehr.